Hallo? Ja, wenn das nicht mal ein kongenialer Anfang war, dann weiß ich es auch nicht. Nee, war er nicht wirklich. Trotzdem, herzlich willkommen zurück zu Spyro Reignited Trilogy, Spyro 1 in diesem Fall. Wir spielen weiter und haben beim letzten Mal die Welt der Friedensstifter verlassen. So langsam gewöhne ich mich an die Sachen, aber nicht so wirklich. Ja, doch, also so halbwegs, sag ich mal. Ich find's auch eigentlich ganz cool, das ist ja auch mal eine Neuerung, die kann man ja auch durchaus mal machen und es passt sicher dadurch auch den anderen beiden ersten Teilen an, wenn man das so will. Also den anderen Spyro PlayStation 1 Teilen, die da wären, Teil 2 und Teil 3, die natürlich auch noch hier nach Let's Played werden. Direkt im Anschluss übrigens, da kommt nichts zwischen, keine Pause und nichts, da wird durchgezogen. So, wir sind jetzt hier bei den... Wie heißen sie? Die magischen Künstler. Magic Crafters, so waren sie früher bekannt. Dann haben sie ihren Namen geändert. Ja, gibt's halt manchmal so Urheberrechtsstreits und sowas. Ne? Streitigkeiten ist halt immer... sind ja auch teuer, ne? Den brauche ich natürlich auch gar nicht mehr jagen, aber es ist, macht trotzdem Spaß, das Adrenalin hochzutreiben. Die, wie soll ich sagen... Todesangst in den Augen unserer Gegner zu sehen, so wie bei ihm. Ach, schön. Es ist doch einfach schön. Wir haben beim letzten Mal die Homeworld komplett abgefrühstückt. Wenn ich mich recht entsinne. Ja gut, bis auf den einen Drachen, aber den werden wir heute auch noch einsammeln. Keine Sorge, was ich aber mal eben kurz machen sollte, damit das nicht wieder so ausufert wie die letzten Folgen. Ich meine, für euch ist es gut und letztendlich macht es auch nicht wirklich viel Unterschied. Aber ich werde mir mal eben einen Timer stellen. Und zwar nehme ich jetzt schon... 2 Minuten auf, das machst du mal 17:30, so. So. Einfach nur, weil ich es kann. Und einfach nur, damit die Folge nicht allzu lang wird. Der einzige Nachteil übrigens durch die Aufnahmeart, die ich momentan habe, ist, dass ich keinen smoothen Übergang zwischen den Folgen mehr machen kann. Also ich kann jetzt nicht so einblenden, dass das Bild langsam aufhält oder ich kann den Sound nicht einfaden lassen und sowas. Das funktioniert leider nicht, aber das ist es mir trotzdem wert, dass ich das hier auch live machen kann, denn ich erwähne es jetzt einmal am Anfang dieser Episode nochmal, dieser Aufnahmesession. Ich streame das Ganze wieder live auf twitch.tv/DaveDurdenTV. Ihr findet einen klickbaren Link zu meinem Twitch-Account auch in der Videobeschreibung, in jeder Videobeschreibung. Ich mache schon den Sparks, keine Sorge. Und falls ihr auch live dabei sein möchtet, wenn ich meine Let's Plays aufnehme und falls ich eure Kommentare vielleicht irgendwie im Chat irgendwie erwähne, falls es sich anbietet natürlich nur und vielleicht und so, dann ja, folgt mir da gerne kostenlos, kostet nichts und ihr bleibt immer auf dem Laufenden, wenn ich was spiele, so wie das hier gerade. So, wir werden uns jetzt als erstes um den Alpenkamm widmen. Alpenkamm, also... Alpine Ridge ist mir schon klar. Aber da würde mich wirklich mal die Etymologie interessieren. Also die Wortherkunft von Alpenkamm. Vor allem von Kamm in dem Hintergrund. Ist das, weil so eine Felswand vielleicht so ähnlich wie so ein Kamm geriffelt ist oder so? Also woher kommt der Begriff? Das würde mich mal interessieren. Das weiß ich als alter ehemals Germanistikstudent jetzt auch nicht wirklich. Aber gut, muss ja auch nicht. Alter, wie er einfach mal abhebt, ne? Voll abgehoben, der Drache. Oh, schön. Schön. Natürlich sehe ich auch das hier gerade zum ersten Mal in dieser Version. Und es ist einfach geil. Es ist einfach geil. Diese ganzen Umrandungen und sowas, diese ganzen Verzierungen. Schon geil. Wie man vielleicht merkt, habe ich... Und und Fu und Farah habe ich auch. Kennt die überhaupt noch jemand? Würde mich auch mal interessieren. Mich interessiert so vieles, was euch vielleicht interessiert. Und was ihr kennt und so. Also, erzählt gerne mal. Damit ich mich nicht allein als alter Sack fühlen muss. Nee, was ich erzählen wollte, was wollte ich eigentlich erzählen? Moment, jetzt habe ich es wieder vergessen. Irgendwas wollte ich gerade sagen.
Ah, er dreht sich auch noch so runter, okay. So. Irgendwas wollte ich noch erzählen. Das habe ich schon wieder vergessen. Auch schön. Wow, Blume. Sparks. Nicht so schön. Also, normalerweise schon, aber nicht, wenn es ihm wehtut. Das ist ja nicht so toll. Übrigens auch eine sehr interessante Anekdote, die ich hier gerade im Chat lese. Haha, ich sag ja Livestream. Der Super Flash Crash hat geschrieben, die Monster hier werden mit Wumpafrüchten gefüttert. Das finde ich sehr cool. Ich glaube sogar... Da kann mir Rick ja auch gerne mal auf die Sprünge helfen. Das war mit einer der ersten Sachen, die man auch hier von dieser Remastered-Version gesehen hat. Weil das, ja, ich glaube, in einem der ersten Videos auch mit vorkam. Aber eher nicht. Zane. Oh, Spyro, du hast doch keine Angst vor diesen großen, lauten, schrecklichen Bestien, oder? Natürlich nicht. Oh, gut, das dachte ich auch nicht. Ja, gut, dass wir miteinander gesprochen haben, ne? Finde ich gut. Ich frage mich gerade, gibt es in der Drachenwelt auch sowas wie Obszönitäten oder so, wo man sagt, das ist nicht normal. Das ist ja heutzutage, ist das ja des Öfteren mal der Fall, dass man irgendwie denkt, das ist aber abseits der Norm und nö, also das ist aber schon merkwürdig. Ha, wie sieht's denn aus? Und da frage ich mich gerade, wie ist das bei Drachen, die drei Hörner haben? Hat sogar einen Schal um. Wie süß. Und man kann ihm unter die Hose gucken. Wie süß. Ach ja. Ich finde es übrigens schön, dass mein Let's Play, also mein Livestream-Let's Play, wie gesagt, das erste seiner Art auf meinem Kanal, es auch schon in die Twitch-Clip-Archive geschafft hat. Wenn man so will. Denn der liebe Super Flash Crash, sehr geschätzter Freund und Let's Play-Kollege meinerseits, der hat meine trockene Fleischschluchteinlage ja als Twitch-Clip verewigt. Fand ich ja ganz lustig. Und ja, manchmal kommen halt so Sachen, ne, die rutschen einem so ein bisschen raus, obwohl man es gar nicht vorhat, aber das ist passiert halt einfach. Ja. Kamm bedeutet einfach so viel wie Zahnreihe und der Gebirgskamm ist ja quasi die Skyline von einem Berg, die einer Zahnreihe eben etwas ähnlich sieht. Schreibt The Juju, auch ein sehr geehrter Kollege und Freund, auch Let's Player übrigens, dem ich vor der Aufnahme gerade eben noch dieses Spiel sehr ans Herz gelegt habe. Vielleicht gibt es ja doch noch eine Möglichkeit, dass er sich das vom lieben Super Flash Crash besorgt. Vielleicht besorgt es ihm der Super Flash Crash ja irgendwie, dass er das hier auch spielen kann. Denn Rick hat es ja doppelt. Was ich aber in dem Fall auch gut nachvollziehen kann, ich glaube, das wäre ich auch so eingegangen, das hätte ich auch so gemacht, wenn ich dadurch das Spiel früher bekommen kann. Klötenbrand am Sonnenstrand. Naja, fast. So richtig ein Strandlevel gibt es hier auch nicht, ne? Also... Ich glaube nicht. Geht es eigentlich auch noch wem anders so, dass es eine besondere Genugtuung auch irgendwo ist, wenn man so zwei Kisten auf einmal trifft oder zwei Gegner auf einmal, so Double-Kill-mäßig? Es bringt absolut nichts, aber es ist dann doch irgendwie... Kann ich hiermit eigentlich mehr sehen? Ja. Es ist dann doch irgendwie spielerisch befriedigend, möchte ich meinen. Das klingt nach einer Waldorf-Methode. Boah, sieht das geil aus. Sieht das geil aus. Wow. Ich habe mir übrigens geschworen, als ich vorhin von der Arbeit nach Hause gefahren bin und schon an diesen Stream gedacht habe, so viel Bock habe ich momentan da drauf, muss ich sagen, dass ich etwas versuchen werde, und zwar in wenigen Momenten,
wo, ja, dessen Ausgang ich eigentlich schon kenne, aber ich will es trotzdem versuchen. Danke, dass du mich befreit hast. Ja, und das meinte ich auch in der letzten Aufnahme, oder war es die vorletzte, ich weiß es nicht ganz genau, damit, dass auch die Drachen, die nicht so viel zu sagen haben, trotzdem irgendwie noch einen zusätzlichen Charme durch ihr Dasein bekommen haben. Und übrigens auch einen schönen guten Abend, The German Wizard, der Simon. Mit dem wir übrigens, das kann ich vielleicht an dieser Stelle auch mal erwähnen, einen sehr, sehr schönen Podcast aufgenommen haben. Der Super Flash Crash und ich haben ja einen gemeinsamen Spiele-, Filme- und Medien-Podcast namens Castem. Einen Link dazu findet ihr, ich glaube, mittlerweile auch in meiner Videobeschreibung. Ansonsten werde ich es auf jeden Fall mal mit reinnehmen. Dann findet ihr das, wenn ihr dieses Video hier seht in der Videobeschreibung. Also falls ihr so auf Podcasts abfahrt zu diversen Spielen, Spielmusiken und Filmen und sowas alles, Sachen, die wir erleben, dann, ja, empfehlen wir euch das sehr. Unsere Aufnahmen gehen meistens so um die 2 Stunden lang, manchmal ein bisschen länger, manchmal ein bisschen kürzer, kommt immer drauf an, wir legen uns da nicht fest. Und wir haben auch oft verschiedene Gäste dabei, unter anderem zum Beispiel den The German Wizard, der mit uns über Spyro philosophiert hat. Wow, das sah sehr geil aus und das ist, glaube ich, auch neu, oder? Diese Plattform hier ist neu, ne? Oder gab es das im Original? Ich glaube nicht. Vielleicht vertue ich mich aber auch gerade. Das sieht auch schön aus. Die wissen genau, dass ich diese Blautöne mag. Genauso wie dieses Feuerwerk zelebriere ich auch dieses Spiel. Ach ja. Theoretisch gesehen könnte man sich ja das hier auch als Podcast anhören. Mache ich sozusagen aktuell auch auf der Arbeit, weil ich kann halt dabei auch schön ein bisschen Musik hören und alles. Oder, was ich momentan halt ganz gerne mache, ich schaue mir oder höre mir dabei Let's Plays an. Aktuell zum Beispiel das Spyro 1 Let's Play meines geschätzten Kollegen Alex Flattermann 85 und just heute war ich bei der Session angelangt, wo auch der liebe Super Flash Crash dabei war. Ach interessant, also wenn Sparks nicht so gut geht, sammelt er auch nicht mehr so die Schätze ein wie vorher. War das auch im Original schon? Oder war es da egal, solange Sparks da war, hat er die auch einfach reibungslos eingesammelt? Ich weiß es nicht. Gut gemacht, Spyro. Wenn du so weitermachst, kennst du bald alle Tricks der Welt der magischen Künstler. Gut. So. Jetzt möchte ich mal eben was versuchen. Und ich kenne den Ausgang eigentlich schon. Ich möchte es trotzdem machen. Weil Nostalgie und Stumpfheit. Ich versuche es einfach mal. Ich opfer dafür ein Leben. Nee, ich opfer dafür doch kein Leben. Denn im Original konnte man durch diese Wand hindurchfliegen. Ja. Durchglitschen. Hat einem nicht wirklich viel Zeit erspart, aber... ja. Auch schön sowas. Wobei das ja impliziert ja, dass hier ein Raum drin ist, wenn da so ein Fenster ist, ne? Was ist da wohl drin? Und als Kind wollte ich auch immer früher da in den Wasserfall reinfliegen. Das möchte ich auch mal eben probieren. Wir haben ja, beziehungsweise ich kann es mir irgendwie auch anzeigen lassen, aber nicht mit der Rolle seitwärts. Ich kann es mir irgendwie doch anzeigen lassen. Moment. Ja, da weiß ich. 26 Leben habe ich. Ach komm. Gib ihm. Auch da kenne ich eigentlich schon die Antwort. Ich versuch's trotzdem. Oh.
Ja, der hätte wieder früher anfangen müssen zu schwimmen. Ich glaube, da kommt man nicht rein. Wäre aber zum Beispiel eine coole Option gewesen, um neue Secrets hier reinzupacken. Übrigens, im englischen Original, wenn man so will, in der englischen Version des Spiels steht dort, wenn man gestorben ist und wieder anfängt reigniting, also wieder neu entfacht werden sozusagen, wenn man es ganz direkt übersetzen möchte, was natürlich eine Anspielung auf den Titel dieser neuen Ausgabe hier ist, Reignited Trilogy. Und das finde ich eigentlich ein sehr, sehr schönes Detail. Kann man so ins Deutsche, ja, man könnte es übersetzen, aber nicht so ganz gekonnt. Aber ja, wo habe ich das übrigens gesehen? Auch beim sehr geschätzten Kollegen Jack Spidicy 2, wollte ich gerade schon sagen. Jack Septiceye. Denkt dran, die blauen Diebe haben auch außerhalb der Welt der magischen Künstler Eier gestohlen. Keine Sorge, ich kümmere mich um sie. Genau. Alle Drachen gefunden? Sehr gut. Ne, beim Jacksepticeye habe ich jetzt auch reingeschaut. Der Let's Play das ja momentan auch. Der hat auch, ich glaube, vor ein paar Monaten auch erst Spyro 3, das originale Let's Played, weil er auch davon großer Fan ist. Was ihn nochmal mehr sympathisch macht, finde ich. Also, das war sehr gutes Deutsch, was ihn nochmal mehr sympathisch macht. Ach ja. Also, jeder, der Spyro mag, den mag ich auch. Es sei denn, es sind Leute, die sagen, ich mag nur den Skylander Spyro und der ist auch viel schöner und richtig geil. Und dieser hier ist richtig abgeranzt und scheiße. Die Leute mag ich jetzt nicht so. Weil, ganz ehrlich, ich meine, ne, wenn euch das so gut gefällt oder gefallen sollte, okay, ich verstehe das, dass man auch diese andere Meinung haben kann. Ich kann es aber nicht nachvollziehen. Also, nee. Also irgendwie, einfach nee. Gibt's ja eigentlich auch sowas wie Windschatten? Ich glaube nicht, ne? Penner. Ich meine, ich hätte damals nicht so Probleme mit dem hier gehabt. Er bleibt dann immer einmal kurz stehen. Ich glaube, den Moment muss ich eigentlich abpassen. Also, könnte ich zum Beispiel abpassen. Ach, jetzt geh doch nicht in den... Spyro. Nicht in den Sightseeing-Modus. Der bringt doch nichts. So. Genau, ich wurde auch gerade vom Simon darauf hingewiesen. Auf etwas, was ich vielleicht auch nochmal erwähnen kann. Zum Zeitpunkt dieser Folge... war das wahrscheinlich schon der Fall. Ich sag's aber trotzdem nochmal, weil dann der Podcast vielleicht auch schon oben ist. Und zwar werden der Rick und ich demnächst auch einen neuen Podcast aufnehmen. Oh. Ja gut, muss ich nochmal hoch. Wir werden nämlich mit dem lieben Kollegen Loveo, auch ein Freund von uns, gemeinsamer, der sich sehr viel mit Remastered-Soundtracks von Videospielen befasst und diese auch selber macht. Also neue Instrumentierung, so ähnlich wie in diesem Fall im Prinzip, genau sowas. Und mit dem werden wir so ein bisschen die Soundtracks vergleichen, also den Original-Soundtrack und... den neuen. Und da werden wir einfach mal so ein bisschen philosophieren, werden ein bisschen drüber quatschen. Machen wir einfach mal. So... Dann würde ich sagen, ich fliege mal hier hin. Sehr schön. Hier rauf. Da wurde ich tatsächlich noch von der Explosion getroffen. Sauerei. Sauerei. Und da ist auch die Zeit schon abgelaufen. Aber... Ach Mist. Komm, das machen wir nochmal eben. Dann haben wir den Level nämlich fertig. Und dann werde ich die Folge auch wieder beenden. Wir machen das einfach mal langsam.
Okay. Ich sollte auch die richtige Taste drücken. Ich bin heute ein bisschen unfähig. Es ist aber auch schon 10 vor 8. Und ich habe den ganzen Tag natürlich ganz, ganz fleißig gearbeitet. Nee, heute war tatsächlich relativ entspannt. Man ist doch sehr gewohnt, dass man wie in Teil 2 zum Beispiel oder in Teil 3 am Ende nochmal diesen leichten Schwebeflug hat, wenn man Dreieck drückt. Das hat man im ersten Teil ja nicht gehabt. Das ist schon sehr ungewohnt. Also für mich zumindest irgendwie. Jetzt haben wir es. Sehr schön. Und jetzt können wir auch noch regulär in den Ausgang gehen. Manchmal gehen wir auch aus dem Ingang. Und zwar, wenn wir... Ja, weiß ich gar nicht. Wenn wir ein Level betreten. Ja, im Prinzip dann schon. So. Das war's mit Alpenkamm. Alpine Ridge. Einem sehr schönen Schloss, was eigentlich überhaupt nichts zur Sache tut, aber trotzdem sehr schön aussieht. Freut mich. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen an dieser Stelle, für diese Folge und freue mich jetzt auch schon auf die nächsten, die jetzt direkt im Anschluss folgen werden. Also nicht für euch, aber für mich. Es sei denn, ihr schaut das irgendwann, wie nennt man das heutzutage, binge-watchen. Ihr binge-watcht dieses Let's Play mit der Playlist, die ihr hier auf diesem Kanal auch natürlich dazu findet. Auch als kleine Anregung. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Euer Dave.